und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Zeit für ein Gassi to go. Habe ich ja länger nicht gemacht und ich wollte heute an Pfingsten mal die 10 Minuten ausnutzen, an denen es nicht regnet. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal so unfassbar schlechtes Wetter hatten. Naja, passt so ein bisschen zum Thema, denn heute möchte ich mit euch über die Lerndefizite bzw. die Konsequenz und den Umgang mit den Lerndefiziten aus dem, sagen wir doch mal, letzten schwierigen Jahr reden. Und das möchte ich mit euch einmal durchgehen und ihr selbst, eure Eltern, ihr zusammen, ihr sollt dann überlegen, was für euch der richtige Weg ist. So, ich glaube, als allererstes müssen wir erstmal feststellen, dass wir alle sehr, sehr unterschiedlich durch diese schwierige Zeit gekommen sind. Einige von euch, die werden zu Hause einen wunderbaren Support gehabt haben. Die haben natürlich die Geräte gehabt und motivierte Lehrerinnen und Lehrern und vielleicht sogar noch eine eigene Lerngruppe gebildet. Und die werden, wenn überhaupt, dann nur sehr, sehr kleine Defizite haben. Und für die ist das im Großen und Ganzen, was ich jetzt alles erzähle, komplett irrelevant. Denn die haben den Stoff drin und die sind klargekommen. Okay, gut. Von denen möchte ich aber gar nicht reden. So, dann reden wir vermutlich von einer sehr, sehr großen Anzahl von Schülerinnen und Schülern. Das sind nämlich die, die irgendwie so dazwischen sind. Das heißt, es lief so recht und schlecht. Einige Lehrerinnen und Lehrer haben das ganz toll gemacht. Andere so mittel und man ist so mitgekommen. Man hat auch immer seine Aufgaben gemacht. Aber man ist sich jetzt auch nicht so ganz sicher, ob der Stoff vom Schuljahr sitzt. Und die Abschlussprüfung im nächsten oder übernächsten Jahr kommt auch näher. Und man ist sich nicht so ganz sicher. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe. Tja, das sind diejenigen, wo es wirklich gar nicht gut gelaufen ist. Also so gar nicht gut. Entweder fehlte komplett die Motivation oder die Unterstützung oder man hat nach sehr schwachem Anfang sehr stark nachgelassen. Mit diesen drei Gruppen haben wir in der Schule und natürlich ihr zu Hause und Eltern jetzt eine Entscheidung zu treffen. Oder, und das ist ja auch eine Entscheidung, sie nicht zu treffen. Das ist nämlich die Frage, wie gehen wir mit den Lerndefiziten um und was machen wir daraus? So, gehen wir es zusammen durch. Erste Gruppe, die, die gut mitgekommen sind. Ja, da kann man erstmal sagen, da gibt es keine Konsequenz, alles kein Problem. Das wird schon funktionieren. Eventuell noch ein bisschen Nachhilfe zukaufen, Problem gelöst. Problem an der Sache ist, das sind in der Regel die besser situierten oder die bildungsnahen Schichten, bei denen das alles kein Problem ist, weil es zu Hause dann Mama oder Papa oder ein großes Geschwisterteil gibt, was sowieso alles erklären kann. Das ist toll, wenn man das hat, aber man muss eben so ehrlich sein, das hat halt nicht jeder zu Hause. Dann kommen wir zum mittleren Teil. Und hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, wir arbeiten das nach. Und das werden die Schulen im nächsten Jahr auch anbieten. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es wird mit Sicherheit so irgendeine Art von Überprüfung geben, dass man guckt, so ein Defizitfeststellungsverfahren, wobei das Wort ganz, ganz furchtbar ist. Und dann wird geguckt, okay, wir bieten so ein bisschen Fördermathe, Förderdeutsch, Förderenglisch an. Und dann kann man das, wenn das sehr punktuell ist, entsprechend aufarbeiten. Mhm. Kann man machen und für ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler wird das wunderbar ausreichen. Und ich bin mir auch sicher, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen ohnehin keine großen Lernrückstände haben und die dann, wenn sie die Klasse im nächsten Jahr fortführen, wahrscheinlich von ganz alleine ausgleichen werden. Okay, so, wenn das so läuft, ist das wunderbar. Dann kann man sagen, ja, ist nicht schön, aber kriegen wir schon hin. Und je weiter der Abschluss noch weg ist, umso unkomplizierter ist das. Alles klar. So, und jetzt bleibt die letzte Gruppe. Und die letzte Gruppe hat es vor der Pandemie schon schwer gehabt und sie hat es jetzt wieder schwer. Und jetzt kommt auch noch eine schwierige Entscheidung, die aus meiner Sicht ganz, ganz dringend zu Hause besprochen werden muss. Okay, gehen wir davon aus, es lief nicht gut und möglicherweise musste man sich das einzige digitale Gerät dann auch noch mit Geschwistern teilen. Die Motivation war nicht gut und insgesamt war es vielleicht auch zu laut und es lief einfach nicht gut und Unterstützung gab es auch nicht. Das heißt, es ist offensichtlich und in gewisser Weise auch unverschuldet zu größeren Lerndefiziten gekommen. Vielleicht hat auch irgendwann die Motivation nachgelassen und es ging einfach nicht mehr. Und jetzt sieht das Zeugnis nicht gut aus, aber man hat vielleicht von der Schule signalisiert bekommen, ja, das mit der Versetzung, das kriegen wir schon hin. Und jetzt die Frage, soll ich mein Kind tatsächlich versetzen oder soll ich wiederholen? Und die Antwort darauf ist, ja, die Antwort habe ich auch nicht.
Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass man sich zu Hause einmal hinsetzt und darüber spricht. Es gibt nämlich den Antrag auf freiwilliges Zurücksetzen oder manchmal auch Antrag auf Wiederholen. Und ich würde allen Eltern und auch allen Schülerinnen und Schülern, die so ein bisschen Bauchschmerzen haben, dass sie vielleicht zu wenig oder dass sie offensichtlich zu wenig gelernt haben, empfehlen, in der Schule das Gespräch zu suchen mit der Klassenlehrerin, mit dem Klassenlehrer oder den entsprechenden Fachlehrern und ganz genau nachzufragen. Lieber Lehrer, liebe Lehrerin, macht es Sinn zu wiederholen? Soll ich wiederholen? Und ich glaube, das ist wirklich, da gibt's die ehrliche Antwort. Die kann ich natürlich nicht geben, denn entscheidend ist, dass man das Kind kennt. Warum ist das in diesem Jahr vielleicht nicht ganz so dramatisch? Naja, das hat zwei verschiedene Ebenen. Zum einen ist es ja tatsächlich in gewisser Weise unverschuldet oder teilunverschuldet. Das heißt, wer in einer solchen Situation in der Schule nicht klarkommt, ja Gott, ist doch kein Weltuntergang. Übrigens haben auch schon sehr, sehr erfolgreiche Menschen ein Schuljahr wiederholt und im Großen und Ganzen finde ich das Thema sowieso viel heißer diskutiert, als es ist. Es ist nicht schlimm, wenn man wiederholt. Dann gibt es aber auch einen finanziellen Aspekt und der ist vielleicht für Eltern ganz interessant. Wer in diesem Jahr freiwillig wiederholt, der bekommt das später nicht auf die Kindergeldzeiten angerechnet. Das heißt also, wenn es dann hinten raus mal zur Ausbildung geht, dann kriegen eure Eltern keinen Ärger mit dem Kindergeld. Das heißt, das ist tatsächlich ein Riesenvorteil. Und wenn das zu Hause die Situation entlastet, dann kann das tatsächlich eine gute Option sein. Ja, und dann möchte ich noch eine Sache ansprechen, die liegt mir auf dem Herzen und die gilt für alle drei Gruppen. Denn wir sind uns einig, selbst die, die gut klargekommen sind und die mittleren und die schwachen, auf jeden Fall ist da im letzten Jahr das soziale Miteinander natürlich viel zu kurz gekommen. Und natürlich ersetzt auch der beste Online-Unterricht mit den tollsten Aufgaben im Videochat nicht den Unterricht. Und auch der alle zwei Tage Unterricht in Szenario B ist besser als Szenario C, ist aber immer noch nicht der vollwertige Unterricht. Und selbst wenn wir den Fokus auf Unterricht und auf Lernen legen, dann fehlt immer noch das soziale Miteinander. Und ich wünsche mir, sofern das jetzt wirklich genauso weitergeht, im Moment sieht es ja gut aus, dass wir im neuen Jahr, im neuen Schuljahr einen ganz, ganz großen Fokus nicht nur aufs Lernen und Wiederholen setzen, sondern auch auf das soziale Miteinander. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr ganz, ganz viel Freiräume geschaffen werden für gemeinsame Nachmittage, vielleicht für Ausflüge, für Klassenfahrten, so dass wir ganz, ganz viel Gemeinschaftsgefühl miteinander, soziales Miteinander wieder miteinander erleben können. Ich glaube, das ist nämlich mindestens genauso wichtig, dass wir alle wieder so richtig soziale Wesen werden, so wie wir es ja auch immer waren und dass wir diese komische Zeit jetzt einfach hinter uns lassen können. So, das soll es gewesen sein. Und wenn wir doch die Chance haben, unseren Kindern da ein Jahr mehr Zeit zu geben, ja bitte, dann ist das doch kein Weltuntergang. Also, die Geschichte wollte ich nur einmal erzählt haben. Gleiches gilt übrigens für alle Eltern, die jetzt in Klasse 4 sitzen und nicht wissen, wo die Reise hingehen soll. Ne? Ist es die Hauptschule, ist es die Realschule, ist es das Gymnasium oder die Gesamtschule oder was auch immer. Mein Tipp immer, ein ernstes Gespräch und zwar im positiven Sinne, ein ernstes Gespräch mit den Lehrerinnen und Lehrern fühlen und einfach mal nachfragen, wo die denken, wo die Reise hingeht. Und in der Regel, nicht immer, aber mit einem sehr hohen Prozentteil, haben die Lehrer da eine ziemlich gute Vorstellung, wo die Reise hingeht. So, das soll es gewesen sein. Es fängt nämlich schon wieder an zu regnen. Ich wünsche euch schöne Pfingsten und genießt die Zeit, auch wenn es die ganze Zeit regnet. Okay, das war's.